21, 22, 23, 24, 25, 26. Genau. Fallen 2. Neuer Rekord. Das ist schon mal sehr schön. Ah ne, das war ein Casual, ne? Ja, wobei, da könnte ich jetzt ein neues Indica rausknüppeln. Das könnte ich glatt machen. Rennsport, das ist ja Racing hier, das läuft, und das Sim läuft das sehr gut. Da laufen Sims auch sehr gut. Da laufen die mittelmäßig und da laufen Sims sehr gut. Ja. Neue Forschung verfügbar. Realistisches Wetter. Sauerei. Wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Fallen 2 erhalten. Kann die Fortsetzung kaum erwarten. Großartig. Großartiges Spiel. Jeder liebt es. Ah, das ist schon wieder so ein Ding, wo ich sage, das beweist mir, ich kann auch noch was anderes außer Action. Das geht doch jetzt durch die Decke. So, weil wir schon mal dabei sind, da können wir direkt noch eine Simulation entwickeln. Und zwar, davon eine Fortsetzung bitte. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich ziemlich in Arsch gehen wird. Indica 3. Das knüppeln wir wieder für PC raus. Und das erste Mal auch für die Wu. Dann nehmen wir eine fette Engine. Jetzt kann ich es mir auch leisten. Kleines Spiel. Ich kann es auch auf Mittel prügeln. Das mache ich ja. 3D natürlich. Uns erreichte soeben die Meldung, dass Fallen 2, welches vor kurzem von Keeper Networks veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 1 Million Einheiten erzielt hat. Los Keeper Networks, gut gemacht. Und das ohne einen Publisher und das in einer Woche. Keeper Networks hat kürzlich eine Fortsetzung seines Spiels Fallen veröffentlicht. Das neueste Spiel dieser Serie heißt Fallen 2 und wurde mit hervorragenden Bewertungen am Markt aufgenommen. Kritiker lobten, dass Fallen 2 eine neuere Engine benutzt als das Original, was die technische Entwicklung weiter vorantreibt. So, wieso sind die jetzt eigentlich da so drauf? Hä? Kann ich die mal da rausnehmen? Geht das? Kann ich das weg? Kann ich den wegziehen hier? An Doppelklicken? Das ist eine Simulation, ne? Ja, Simulation braucht aber hiervon eigentlich gar nichts. Das ist schon mal so vorweg. Dann brauchen wir das natürlich volle Ellie hier. Und das natürlich einen Tick höher. So. Wir brauchen das nicht. Das brauchen wir. Ein Mehrspielermodus, den sollten wir uns geben. Eine grundlegende Physik. Ja, Mod-Support können wir... Ne, Mod-Support lassen wir weg. Erfolge, das kommt mit rein. Spiele-Tutorials, das braucht man im Prinzip nicht. Na doch, die können wir mit reinmachen, das Spiel-Tutorial. Weil wir machen keine Charakterentwicklung, die brauchen wir nämlich nicht. Ne, ihr scheißt bereit. So, das ist alles schon so eingeregelt, wie ich das haben will. Ich werde dann eben mal schauen, dass das hier was wird. Alter, es läuft, Leute, es läuft. Als ich anfing, Fallen 2 zu spielen, hatte ich keine Ahnung davon, was mich erwarten wird.
Das Design der Spielwelt ist vom Feinsten. Mutig, fantasievoll und kompromisslos wird die atemberaubende künstlerische Vision umgesetzt. Zusammengefasst, bestes Spiel aller Zeiten. Arnie Kunkel, Electric Games. Da, da. Ding. Hallo, ich bin Roland Keane von Smash. Ich habe gehört, dass Kipper Networks gerade an einem neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spielprojekt zu informieren und uns ein Interview zu geben? Viele unserer Leser sind neugierig, welche Entscheidungen bei der Spieleentwicklung getroffen werden müssen und die Unternehmen Schwerpunkte in den einzelnen Entwicklungsbereichen setzen. Ihr neues Spiel ist eine Rennsportsimulation. Können Sie uns sagen, ob ein solches Spiel normalerweise eher einen Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz oder auf Stories und Quests legt? Ich würde mal so ganz doof behaupten, dass das natürlich Int ist, du Trottel. Danke für Ihre Zeit. Ja. In einem kürzlichen Interview mit Keeper Networks haben wir über das kommende Rennsportspiel, Rennsimulationsspiel Bloomstar gebrochen. Rewind. In einem kürzlichen Interview mit Keeper Networks haben wir über das kommende Rennsport-Simulationsspiel gesprochen und haben Firmengründer Milbury gefragt, wie unterschiedlich stark die Entwicklungsbereiche priorisiert werden. In dem Interview sagte Milbury, dass künstliche Intelligenz besonders wichtig für so ein Spiel sei. Und anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Jede Spieleentwicklung hat nur begrenzte Ressourcen, daher ist es wichtig, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Natürlich. Was meinst du denn? Uns erreichte soeben die Meldung, dass Fallen 2, welches vor kurzem von Keeper Networks veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 5 Millionen Einheiten erzielt hat. Los, Keeper Networks! Gut gemacht! Fallen! Ah, geil! Alter, mir geht's richtig gut. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir ja. So, da nicht. Ja, sieht gut aus. Brauchen wir Easter Eggs? Brauchen wir nicht. Brauchen keine Easter Eggs. Verbesserte Intelligenz? Ja. Bessere Dialoge? Nein. Brauchen wir nicht. Dialoge sind dafür sowas von unwichtig. Level Design ist dafür auch nicht so ganz wichtig. Aber so lassen wir das. So, jetzt sind wir am Level Design. Sind wir an der AI. Jetzt muss sehen in Urlaub. So, erstmal hier so ein richtiges fettes Monsterteil von Stand hingesetzt. Und ich werde garantiert wieder nicht unter die Top 100 kommen. Aber 988.000. Dieses Jahr haben 988.985 Leute unseren Messestand besucht. Wir haben es dieses Jahr unter die Top 100 Messestände auf Platz 76 geschafft. Oh, ist das geil! Oh, mir geht gerade so einer ab, Leute. Oh, ist das geil! Ah. So, Milbury ist hier gerade völlig überbelastet. Hier, da. Auswechseln. Definitiv. Hier, auswechseln. Das kannst du auch noch mitmachen. Sonst bin ich ja hier komplett. Weltdesign ist aber für eine Simulation eigentlich unwichtig. So, die Grafik ist dafür extrem wichtig. Die brauchen wir nämlich da. Bei einer Sim. Und den Sound, der ist auch extremst wichtig. So. Eine neue Grafik. Ein Stereo-Sound. Ein Open World brauchen wir nicht. Eine detaillierte Hintergrundgeschichte brauchen wir auch nicht. So. Da Stephanie McGee nämlich im Urlaub ist, muss unser Sean Thornton ein bisschen was übernehmen. Aber dafür ist er ja auch da. Dafür bezahle ich ihn schließlich. Ne? Meine Güte, 7,2 Millionen Einheiten, 7,3 Millionen Einheiten. Alter, mir geht's richtig gut, Leute. So, komm, Knüppel raus. Sinn! So, jetzt erstmal ein bisschen die Bugs ausmerzen hier. 21, 22, 23, 24, 25.
25, 26, 27, 28. Raus. Neue Kombination. Gutes Management. So, und da wir nämlich gerade derzeitig einen Hype auf Simulationsspiele haben, könnt ihr mir das nämlich schon wieder einen guten Push geben. Ja, die Grafik kriegt einen Levelaufstieg. Millbury fast. Die kriegt nix und der kriegt auch nix. Chef, Keeper Networks hat sich unter ihrer Leitung gut entwickelt. Ich glaube, es ist Zeit, unser Unternehmen in den Technologiepark zu verlassen und unserem Erfolg angemessenes Gebäude zu ziehen. Ich habe das perfekte Gebäude für unsere Firmenzentrale gefunden. Ist nicht ganz billig, aber es bietet uns Möglichkeiten, noch weiter zu wachsen. Im neuen Gebäude ist außerdem noch Platz für eine weitere Firmenexpansion. Sollen wir umziehen? Nö, noch nicht. Achso. Wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Indica 3 erhalten. Fast perfekt. Simulationsspiele funktionieren gut auf PC. Sehr gut. Wunderschön. Also wie man sieht, ich kann's ja doch. Es hat 33 Jahre gedauert, aber ich kann es doch. Achso, ach, verdammt. Ja, Fallen 2 wurde vom Markt genommen. Es wurden 7.988.000 Einheiten glatt verkauft. Und 87.868.115 Umsatz erzielt. Danke. Oh, ist das geil. Hier, geh mal in Urlaub. Du darfst in Urlaub gehen. Ach, komm hier. Uns erreichte soeben die Meldung, dass Indica 3, welches vor kurzem von Keeper Networks veröffentlicht wurde, einen Umsatz von über 500.000 Einheiten erzielt hat. Hau mal rein, Alter. Es scheint, dass sich der Markt wieder normalisiert hat. Es gibt keine starken Trends. Das ist mir völlig egal. Ich hab's gerade noch rechtzeitig rausgeknibbelt. Uns erreichte soeben die Meldung, dass Indica 3, welches vor kurzem von Keeper der Jahr über 1 Million. Yeah! Konkurrenten wurden dabei beobachtet, wie sie neidische Bemerkungen brummelten. Pommesgabel, Pommesgabel, Pommesgabel. Ja. Keeper Networks hat kürzlich eine Fortsetzung seines Spiels Indica The Next Season veröffentlicht. Das neue Spiel dieser Serie heißt Indica 3 und wurde mit großartigen Bewertungen am Markt aufgenommen. Oh Leute, ich werde mal direkt hier... Achso, hallo, ich wollte forschen. Danke. Forschen, jetzt ist mir gerade alles egal. So, jetzt hau ich hier keine Ladebildschirme. So, jetzt hau ich das da rein. Du kannst mal gerade einen Spielebericht erstellen. Fallen ist gerade vom Markt genommen worden. Dann kannst du einen Spielebericht einmal machen. Naja, ist jetzt nicht ganz so der Knüller, was das angeht. So, das lassen wir noch einmal gemütlich durchlaufen. Jetzt warten wir noch, bis der vom Markt geht. Unsere Analyse ist beendet. Ja, das ist natürlich alles wieder so das, was wir wirklich brauchen. Ja, ist okay. Mbox One, Erwachsene. Ja gut, das ist klar, weil das war ein 18er Spiel. Ja, wir sollten alle darauf. Danke. Dafür habe ich das doch gut gemanagt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Forschung. Ach, weißt du was? Nein, ich werde ihn in Training stecken. Hier. Lern mal. PlaySystem 4 wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Oh. Dann sollte ich mir, auch wenn ich sie jetzt noch gar nicht mache, mir aber auf jeden Fall eben die Lizenz eben kurz holen. So, die Lizenzen habe ich mir geholt. Ja. So. Ja, das lassen wir gerade nochmal fertig radern. Lass mal radern. Das ist in Ordnung. Lass mal laufen hier.
Indica 3 wurde vom Markt genommen. Es wurden 3.188.338 Einheiten verkauft und 35.071.806 Credits Umsatz erzielt. Ja, so, dann werden wir nochmal einen Spielebericht erstellen. Klüngelück. Wie du hast schon gelernt, so schnell geht das bei dir? Aha. PlaySystem 4-Bit nicht länger unterstützt. Du hast 5 Spiele auf dieser Plattform veröffentlicht und insgesamt 106.800.000 Credits eingenommen. Ja, schon mal viel wert. Chef, Keeper Networks hat sich unter ihrer Leitung gut entwickelt. Ich glaube, es ist Zeit, unser Unternehmen. Ich habe das perfekte Gebäude. Es ist nicht ganz billig. Noch nicht. Das machen wir im nächsten Schritt. So, unsere Analyse nach Verkaufsstand von Indica 3 ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Grafik scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Plattform, Genre-Übereinstimmung, Wu-Simulation, großartig. Wir haben auch noch folgende, ja, genau. Ja. Moment. Furchtbar, wenn man die eigene Barthaare futtert. Ja, lässt sich nicht vermeiden. Nichtsdestotrotz, es läuft doch tatsächlich jetzt für Keeper Networks erstaunlich gut. Also so in den grünen Zahlen bin ich ja mein Lebtag noch nicht gewesen. Es läuft richtig gut. Ich habe bewiesen, Keeper Networks kann mehr als nur Action. Es kann auch Simulation, es kann Casual, es kann Rollenspiele, es kann eigentlich alles. Man muss es nur richtig angehen und man muss vor allen Dingen die Trends nutzen. An dieser Stelle werde ich dann aber eine Pause einlegen. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall bis hierhin beim Let's Play Game Dev Tycoon in der Season 2 gefallen und ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Folge auch wieder ein. Ja, und bis dahin, ne, sag ich wie immer, wir sehen uns!